So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist Dienstag. Wir haben wieder mal ein Gewinnspiel für euch. Eigentlich war es das mit den Gewinnspielen. Wir haben jetzt 4 Wochen lang die Nostalgie-Pikachus als Shiny verlost. Dann noch einmal alle 4 Stück rausgehauen. Das habt ihr gestern Abend im Stream gesehen. Hoffe ich, die dabei waren, die mitgemacht haben und nicht wissen, was los ist, guckt euch das unbedingt an. Wir haben 1 Stunde lang ausgelost und Leute bestimmt und das war so genial. Man kann es einfach nicht anders sagen. Es war genial. Stefan Landei hat auch nochmal nachträglich kommentiert. Richtig spannend, richtig genial. Einfach die Verlosung. Da wurden Leute bestimmt, die haben nur den Hashtag geschrieben und die anderen Bedingungen nicht erfüllt. Da wurde weiter gelost. Die Leute sind eskaliert im Chat, waren traurig, Gefühlsausbrüche. Nein! Dann wurde der Hashtag mit Beschreibung ausgelost. Wir so, okay, Glückwunsch, du hast gewonnen. Der Olli hat sich schon gefreut. Und dann hat er den nur kopiert gehabt von einem anderen und hat den, genau den kopiert, der fehlerhaft war, weil er einfach 2 I und ein L gemacht hat, statt 1 I und 2 L. Und da hat der Chat noch mitgeholfen und gesagt, hey, warte, warte, das ist falsch, ne? Das ist richtig und das war so genial. Wir mussten für vier Sachen bestimmt 10-mal ziehen, um 4 Sachen rauszukriegen. Dann hat Pupsi 1 gewonnen. Hat aber freiwillig gesagt, komm, sie kriegt auch so genug Sachen von mir. Sie gibt ihr es wieder frei und das haben wir dann nochmal verlost. Und das hat sogar der gewonnen, der es vor Pupsi bekommen hätte, aber keine Angaben weitergemacht hat, dann aber Angaben gemacht hat. Und als er nochmal gelost wurde, der Marlon, hat er es dann geschafft. Dann hat er ja Angaben gemacht gehabt und dann wurde er nochmal gezogen. Das war so genial. Und heute haben wir nochmal was Besonderes für euch vor. Heute wollen wir nämlich einen Account verlosen bzw. ein Gewinnspiel machen für einen Account. Den zeigen wir euch jetzt gleich direkt. Und da möchte ich mich erstmal ganz herzlich beim Dani bedanken. Aber nicht BisaFanTV, nicht Dani der Dicke, sondern ein anderer Dani. Der hat gesagt, sag einfach, es ist von einem treuen Fan, von einem treuen Zuschauer, irgendwas so. Der hat mir den Account gegeben, den er nicht mehr spielt und hat gesagt, er möchte gern, dass ich den verlos an die Community. Das ist eine richtig coole Sache und den schauen wir uns jetzt an. Das ist nämlich Mr. Mine. Wenn ihr euch das anguckt, der ist also Level 36, heißt XX Mr. Mine, ist Team Gelb, hat jetzt 642.000 Punkte von 2 Millionen. 499 Kilometer gelaufen, 8000 Pokémon gefangen, 6000 Pokestops besucht, insgesamt 8 Millionen. Startdatum der 11.12.2018. Ihr habt hier dann noch, da ist noch ein Ei drin, das schlüpft bald, das Zähne-Ei. Ihr habt hier verschiedene Arena-Orten. Hier sieht man mal, führte vormals zum alten Finanzamt, ehemalige Lange Brücke. Die könnt ihr euch in Ruhe ja mal anschauen. Stadtkirche, was der so alles auf Gold hat, Industriekultur, Haus der Tuchmacher, wo der also herkommt, da muss es ja irgendwo mal einen Hinweis geben, was der da so alles hat, wenn man sich die ganzen Arena-Orten mal durchschaut. Also ich will da jetzt nicht weiter rumbohren, hier habt ihr noch die Medaillen alle dabei, die könntet ihr euch angucken. Ihr seht, beste Freunde mit 3 anderen Trainern, also insgesamt 4. Ein paar hat er noch nicht auf Gold, viele sind auf Gold, die Drachenmedaille, da fehlt noch ein bisschen was, aber der ist auf jeden Fall schon ein bisschen fortgeschritten. Hier habt ihr noch in der, ihr habt einen Feldforschungsdurchbruch, den ihr abholen könnt, den hole ich jetzt nicht ab. Das soll der Gewinner selber bestimmen, ob er jetzt Kaklion abholt oder ob er wartet bis zum nächsten Monat. Hier könnt ihr also einen Feldforschungsdurchbruch abholen. Hier habt ihr eine Belohnung aus einer Spezialforschung, die ihr abholen könnt. Ein 1000-jähriger Schlaf, da könnt ihr noch was machen. Da gibt es Shirachi, eine gruselige Nachricht, könnt ihr auch noch fertig machen. Hier habt ihr noch eine beunruhigende Situation. Es sind also noch ein paar Spezialforschungen offen, die ihr abarbeiten könnt, wenn ihr möchtet, dass ihr auch noch ein paar mystische Pokémon bekommt. Was haben wir sonst noch? Wir gucken mal in den Beutel rein. Wir gucken uns zuallererst mal die Shinies an. Das machen wir ja eigentlich immer. Schillernd eingeben. Es sind nicht so viele, 9 Stück. Aber ihr habt zum Beispiel hier ein Raupi. Ihr habt ein Quiekel. Wir könnten natürlich jetzt einfach auf den Fangort gucken. Und dann wüssten wir ja, wo der ungefähr gespielt hat. Wir lassen das aber mal. Das bleibt dann euer Geheimnis einfach. Wir haben hier noch ein
Mamutl, wir haben ein Natu, wir haben ein Lilyep, wir haben ein Stolunior, wir haben ein Evoli, ein Kabador und wir haben ein Darkrai mit 76 Bonbons natürlich. Das ist also auch ganz cool. Ich würde es jetzt gerne bewerten, aber dann sieht man ja auch wieder den Ort. 9 Shinies sind da also drauf. Wir gucken uns mal die Hunderter an. Einfach, die drauf sind. Los, geh zurück. 4 und Sternchen. Ihr habt ein 100% Raupi. Hey, das geht doch richtig ab, oder? Da 187 vor allem. Und ein 100% Walreiser. Das fand ich immer cool. Guckt euch das an mit der Marshmallow-Frisur. Das ist das coolste Pokémon überhaupt. Aber nicht mein Lieblings-Pokémon. Ansonsten können wir uns einfach mal anschauen, was er sonst so für Pokémon hat. Ne, wir machen es mal nach Pokédex-Nummer sortiert. Wir haben ein paar Bisaflor, wir haben Glurak, wir haben Turtok. Wir haben hier das 100% Raupi. Ihr habt hier Pipi, Knuddeluff, ihr habt Akani ein paar drauf, Quabbo, hier Machomai sehe ich da. 2,7, 2,6, 2,6. Die eigentlich schon ganz nützlich. Ich sag immer, gönnt euch eine Machomai-Armee. Die sind so effektiv gegen so viele Sachen. Der hat ziemlich viele Machomai-Raids gemacht, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Könnt ihr auf jeden Fall noch was mitmachen. Dann habt ihr hier auch noch ein paar Geowatts drauf, die natürlich auch sehr gut als Gesteinsangreifer oder als Bodenangreifer, je nachdem, wie ihr sie nutzt. Gengar habt ihr hier noch dabei mit Spukball und Birte, okay. Dann hier Partyhut-Gengar. Ihr habt Kokowai, ein paar große als Pflanzenangreifer, die ihr vielleicht nehmen könntet. Ihr habt Rihorn dabei, auch ein paar. Das Level, da geht noch was. Könnt ihr ja selbst hochziehen oder entwickeln, wie ihr möchtet. Hier Chanera kannst du entwickeln zu Hytera. Das hat bestimmt gleich, was weiß ich, wie viel WP. Das wäre bestimmt auch heftig. Hier haben wir noch Pinsir, ein paar Gyarados mit 2,8. Ist auch okay, sage ich mal. Dann die Armee hier mit Aquana. Damit hat man früher ja alles gemacht. 2800 Aquana, bester Wasserangreifer damals, als es noch nichts anderes gab. Blitzer, auch sehr hohes Level. Flamara, auch sehr hohes Level. Das sieht doch schön aus. Amoroso, sehr hohes Level. Ihr habt hier noch Arctos, Zapdos, Lavados. Ihr habt also auch Legendäre drauf. Ihr habt Dratini, ihr habt Dragoran. Guck mal, ein richtig fettes Dragoran, auch mit Wutanfall natürlich. Guter Drachenangreifer, ihr habt Mewtwo dabei, ein Glücks-Mewtwo, ein normales Mewtwo hier, das auch mit Psychostoß und das hier mit Spukball, also ihr habt beide guten Attacken, ihr habt ein Rüstungs-Mewtwo dabei, ihr habt das Mew schon drauf, hier habt ihr nochmal Impagador, was haben wir noch, was haben wir noch, da haben wir nochmal Psyana dabei, ein paar Granbull, ein paar Scherox, Hundemon, Hytera auch schon entwickelt. Hier Raikou. Raikou ist auch am Start. Raikou, Entei. Hier habt ihr Lavita. Da geht es dann plötzlich mit Despotar weiter. Bis Knirscher, Despotar. Leider kein Katapult Steinkande. Aber vielleicht ist ja eins dabei, was das Moveset hat. Hier habt ihr auf jeden Fall eins auch sehr hochgezogen. Mit 91% als Unlicht natürlich gemacht. Deswegen steht ja Unlicht dran. 3638. Ist noch eins, wo Boden dasteht. Biss und Steinkante ist das, ja, okay, hat er so gemacht, 2,7. Eisenschweif, EW, Eisenweif und Steinkante. Okay, auf jeden Fall, ihr seht, es sind etliche Despo da auch noch drauf. Das ist auch eine gute Sache. Lugia ist am Start, Ho-Oh ist am Start. Celebi ist auch schon am Start. Ich dachte, das kommt, ach nee, Jirachi ist das ja. Jirachi kommt ja dann noch raus. Ein Gardevoir habt ihr hier auch ziemlich hoch. Hier habt ihr auch noch ein Nidoking, hier habt ihr Hariyama, also auch gut als Kampf-Pokémon eigentlich für Kämpfe so zum Einsetzen. Ihr habt das Walreiser nochmal dabei, ihr habt ein Brutalanda, nicht so hohes Level, trotzdem cooles Pokémon. Ihr habt hier Metagross als Psycho mit 2,9, ist bestimmt auch nützlich. Regirock, Registeel. Latias und Latios, die jetzt am Wochenende ja dann zurückkommen und ihr raiden könnt. Ihr habt hier noch Groudon dabei mit 3013. Lehmschuss, Erdbeben als Glücks-Pokémon. Hier habt ihr Rayquaza. Viele heulen immer rum, sie wollen Rayquaza haben. Oh mein Gott, ihnen fehlt Rayquaza, sie brauchen Rayquaza. Eigentlich heult nur einer rum, aber egal. Hier also auch Rayquaza drauf. Die Deoxys, die Angriffsform ist das, glaube ich. Roserade, Cognodon.
und Ramaidon, ein Riolu als Glücks. Hier haben wir noch ein Snibunna, genau so heißt's. Boden, jetzt haben wir hier noch Rihonyor, drei Stück weiterentwickelt. Wir haben Elevoltek weiterentwickelt. Da auch eine ganze Armee, wie ich sehe. Glaziola, hier die Mamoodle-Armee. Das sieht also richtig genial aus. Auch Dialga ist am Start. Dialga ist am Start. Palkia ist am Start. Da freuen sich die Leute wie ein Schnitzel. Hier Heatran, Heatran ist am Start. Sogar Regigigas. Aus den X-Raids damals Regi, Gigas, Giratina, die Made mit Füßen und die fliegende Made, beide am Start, könnt ihr beide haben, noch ein paar Dark Rider dabei. Und Cobalion, Boreos, Demeteros, Meltan ist auch noch eins drauf, also finde ich richtig genial, oder? Was sagt ihr? Als Level 36 Account sieht das eigentlich richtig gut aus. Das würde als zweiter Account auf jeden Fall helfen bei Raids. Da sind ein paar Sachen drauf, die gut Schaden machen, die euch unterstützen können. Deswegen jetzt die Frage, um mitmachen zu können, schreibt bitte einen Kommentar und erfüllt diese drei Punkte. Man kann es nicht anders sagen, es sind drei Punkte, die ihr erfüllen müsst. Erstens, schreibt hin. Eigentlich sind es 4 Punkte, keine Ahnung. Wir machen 4 Punkte, Bruder, 4 Punkte heute. Und da packe ich noch einen mit drauf. Rambazamba, ich sag's euch. 4 Punkte. Erstens, schreibt hin, wie ist euer Trainername? Zweitens, was für ein Level habt ihr? Welches Level seid ihr? Drittens, wie ist eure Teamfarbe? Das schön als Paket, wie so ein Steckbrief. Eiwa scharf, Level 40, Team Gelb. Schön, zack, als Block untereinander am besten. Und dann viertens den Grund, warum wollt ihr den Account gewinnen, beziehungsweise was habt ihr damit vor? Warum wollt ihr den bekommen? Was habt ihr damit vor? Ne? Also, jetzt habe ich schon zweimal gesagt, es gibt ja viele Stadtspieler. Er hatte mal gemeint, er würde sich freuen, wenn es an einen Dorfspieler geht, damit die den vielleicht zur Unterstützung für Raids nehmen können. Nicht, dass es einen Stadtspieler bekommt, der eh alles hat und den dann einfach ausschlachtet. Das wäre schade in dem Sinne. Ah, jetzt hör auf, an meine Hand rum zu. Jetzt guck nicht so doof. Echt? Adi! Auf jeden Fall, seid ihr Stadtspieler, seid ihr Dorfspieler? Deswegen, wir wissen es nicht. Ihr wisst, schreibt mal dazu, was ihr damit vorhabt. Wollt ihr den mit zum Raid nehmen? Wollt ihr den einfach hochziehen, so als zweiter Account? Wollt ihr irgendwas damit machen? Wollt ihr damit eure PvP-Medaille hochziehen, indem ihr gegen euch selbst kämpft? Habt ihr schon einen zweiten Account? Habt ihr keinen zweiten Account? Macht einfach irgendwelche Angaben. Schreibt also Trainername, Level, Team, Farbe und euren Grund, was ihr damit machen wollt. Wie in meinem Beispiel zum Beispiel Eiwa scharf, Team Gelb, Level 40. Jetzt habe ich es falsch rum. Eiwa scharf, Level 40, Team Gelb. Ich würde ihn als zweiter Account nutzen, um bei Raids Unterstützung zu geben und gegebenenfalls Tauschaufgaben schneller erledigen zu können oder PvP-Aufgaben schneller erledigen zu können. Ne? Irgendwie sowas in der Art. Ihr könnt auch hinschreiben, ich würde den Account ausschlachten und dann würde ich den löschen. Das ist mir alles scheißegal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Der hat auch nur 4 Freunde, wie ihr also seht. Old Hound 1969 ist sein Hauptaccount, ist sein großer, sein Main, mit dem ist er hier befreundet. Das andere ist Familie und alles dabei. Und bei 4 Freunden geht natürlich noch einiges. Ihr habt so viel Platz auf der Liste. Ihr könnt gerne, wenn ihr den Account gewinnt, oder wir, wenn wir den Account gewinnen, dem Gewinner ein paar Freundschaftsanfragen schicken. Wir können ruhig im Stream, dann, wenn der den hat, mal Werbung machen, seinen Code verbreiten, dass die ganzen Zuschauer den Account adden können und mit dem ein bisschen leveln können auf dem Account, dass der den auch hochziehen kann, dass der aufsteigen kann, so wie ich es mit dem Community-Account gemacht habe. Das aber in naher Zukunft. Jetzt also, ihr kennt die Regeln, ihr wisst bei dem Gewinnspiel, was ihr machen müsst. Schreibt euren Trainernamen, euer Level, eure Teamfarbe und den Grund, was
ihr mit dem Account machen wollt, warum ihr den Account gewinnen möchtet. Und dann werden wir das Ganze wieder am Montag im Stream auslosen. Mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und danke nochmal an den Dani, an den Zuschauer, an den Mr. Mine, an den Old Hound, ne, der das ermöglicht hat. Grüße gehen raus. Das war's von meiner Seite.